Aber jetzt kommt Christian Koch mit seinem Vortrag in Agile Project Reviews. Viel Spaß, Christian. Wir wurden nämlich gesagt, wir sind viel zu spät. Nein, nein. Gar nicht. Tatsächlich habe ich den Vortrag auf der OOP mit meinem Kollegen Max Kleuker, der Technical Lead von dem Projekt ist bei uns, gehalten und werde ihn heute versuchen, auf das Notwendige von den Atlassian Tools zu reduzieren. Ich glaube, was man dann sieht, ist, wie die Werkzeuge eingesetzt werden könnten und wie sie miteinander harmonieren in dem ganzen Bereich. Aber wir müssen natürlich auch über das Projekt als solches reden. Wir sind eine Frickelbude, sagt man in Bayern. Gell? Also wir programmieren gerne und machen auch Consulting und so weiter. Und unser Kunde BSH Hausgeräte GmbH kam eines Tages auf uns zu und hat gesagt, wir haben da was ganz Cooles gemacht. Wir haben sämtliche Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde, Hausgeräte oder sonst irgendwas mit einem Communication-Modul versehen und der kann jetzt ins Internet und da gibt es auch schon Leute, die programmieren total geile Mobile-Apps für das Ganze. Aber wir haben was vergessen. In dem Umfeld wird zwar schon verkauft, ist schon live. Kunde ist übrigens da, also wenn der schimpft dann in den ganzen. Wie gehen wir mit dem Content um, der in der App ist? Wie gehen wir mit dem Content um, den ich brauche, um mein Hausgerät, meinen Ofen, mein Herd, meinen Kühlschrank damit zu bedienen? Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Da schreibt man ein paar JSON-Files und dann geht es entsprechend schon weg. Das ist natürlich nur halb richtig, weil wenn ich von einer weltweiten Vertriebsstruktur ausgehe mit 25 Sprachen, beliebig vielen Regionen, 40 Fabriken, was weiß ich, wie viele Marken, ich glaube 8 Marken, dann hat das Thema Inhaltsverwaltung für die Application mit dem Herd in der Kommunikation schon eine große Aussagegebende. Wir haben uns gesagt, es ist gar nicht so schwer, es gibt ganz, ganz einfache Inhalte, es gibt ein paar Features, es gibt Rezepte für die Ofen und Herde, es gibt Kochtipps, es gibt Geräte, Tipps zum Reinigen der Geräte, also so in Richtung Handbuch hätte man früher gesagt, es gibt Neutral Information, Manuals, andere Geschichte und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Geräte, weil irgendwann wird auch der Staubsauger ein Com-Modul kriegen und was der dann für Contents hat, das weiß man nicht genau. Wir haben dann gemeinsam überlegt, was braucht man eigentlich dafür? Lasst uns erstmal die Inhalte, die ihr schon habt, sammeln. Gegebenenfalls muss man neue Inhalte anlegen in dem ganzen Umfeld, anreichern mit markenrelevanten Informationen, mit Images aus der Marke, aus dem Markenbereich, vielleicht spezielle Namensgebungen aus dem Markenbereich. Man muss das Ganze übersetzen, ja, wie baue ich das entsprechend zusammen und dann so generieren, dass es die IoT-Endgeräte, welche auch immer das sind, verwenden können. Das war jetzt so der Kurzabriss von dem, was wir gemacht haben. Ganz kurz gezeigt, wir haben es gemacht. Es ist, glaube ich, noch lange nicht fertig. Letztendlich, um mal so ein bisschen den IoT-Hype rauszunehmen, ist es so eine Mischung aus Content-Management-System, Übersetzungsverwaltung und noch irgendwas, was keinen Namen hat. Ja? Wir haben es Content Delivery Repository genannt. Die Leute pflegen, die Leute sehen auf ihren Dashboards, was ist für mich noch zu tun, was muss für meine Marke noch angepasst werden. Es gibt eine automatische Anbindung an Übersetzungsengines, wo dann der Content wieder entsprechend zurückfließt und er kann eben auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder auf einer intelligenten Blende am Endgerät entsprechend auch angezeigt werden. Das hat auch einen großen technischen Background, weil wenn ich von den 12.000 Rezepten in 17 Sprachen eins nehme, dann kann ich das aus der App heraus kochen. Ja? Das heißt, da sind für die Techies, da sind Kommandozeilen drin, da sind Command-Strings drin, die werden per WLAN an den Ofen gesendet. Ne?
Und wenn es ein Pizzaofen ist, dann kann der auch mal auf 450 Grad hochgehen. Also es ist nicht immer das Richtige, was da gemacht wird. Das heißt, es muss auch entsprechend validiert sein, qualitätsgesichert sein und so weiter. In dem Bereich, so, alles in allem, ein Projekt, was über viele Monate hinweg, also nicht zwei, drei Wochen, sondern mehrere Monate hinweg lief und integriert war in ein Gesamtprojekt, was die BSH Hausgeräte Home Connect nennt, das heißt die Verknüpfung von allen zukünftigen Hausgeräten miteinander mit dem Benutzer. Ja, da sind wir eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Rad mit dem CDR, aber wie immer bei Präsentationen setzt man sich in dem Kreis in die Mitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Application ist ein großes Thema. Der Home Connect Server, der im Prinzip das ganze Pairing mit den Geräten macht und so weiter, ist ganz, ganz wichtig. Und ohne das COM-Modul, das wir unwichtig nach unten geschoben haben, würde natürlich gar nichts gehen in dem Bereich. Aber das Content Delivery Repository wird immer wichtiger. Ganz akut, man überlegt, wie mache ich denn das Firmware-Update? Naja, vielleicht könnte ja das CDR uns dabei helfen, die Firmware an die richtigen Maschinen zu transportieren, weil ab jetzt kann man ja Updates machen. Ne? Also wie bei unserer Sonos zu Hause oder bei unseren Smartphones wird demnächst auch die Waschmaschine upgedatet. Kann man 6 Stunden nicht waschen, ist aber nicht so schlimm. Auch das kriegt man entsprechend doch in den Griff. So, das Projekt startete im Oktober 2014 so mit der Story, wie wir sie gerade eingeführt haben, lasst mal machen. Es gibt so ein Running Gag, der erste Auftrag lautete über 5 Tage und nach 5 Tagen war das System fertig. Und wir haben jetzt die letzten Monate nur verfeinert im Gesamttext. Also was wir nach 5 Tagen konnten, ist tatsächlich das relevante JSON-File zu deployen, das in der App angezeigt worden ist. Das gab es schon manuell, das konnten wir dann relativ einfach transportieren. Nächster Punkt von Oktober 2014 war der März 2015, Shanghai Expo. Da sind wir in keiner Weise agil nach irgendwelchen agilen Prozessen, in keiner Weise nach Scrum gefahren, sondern letztendlich haben wir einen Termin gehabt, der musste fertig werden, der Kunde schimpft gerade, ich muss ruhiger werden. Haben wir einen Termin gehabt und mussten schlicht und ergreifend fertig werden, dass das auf der Shanghai Expo eben nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in anderen Sprachen, primär in Chinesisch, zu vorhanden war. Zum Thema IFA 2015 hatten wir dann die Recipes drin, wir hatten Kaffeerezepte drin, wir hatten Abtexte drin, da komme ich gleich noch ein bisschen genauer drauf. Translation Management, automatisch generiertes Translation Management und vieles mehr. Seit November 2015 ist diese App im Store. Was macht das CDR für die Leute, die sich mit mobiler Softwareentwicklung auskennen? Ich habe eine iOS-App, ich habe eine Android-App und da habe ich Resource-Files, die mir die ganzen Buttons, Labels, Images oder sonst irgendwas anzeigen in der jeweiligen Sprache. Diese Resource-Files werden nicht mehr von den Entwicklern im Git-System verwaltet oder sonst irgendwas, sondern beim Build-Mechanismus generiert er sich die Resource-Files aus dem Content Delivery Repository raus. Das heißt, ohne das System gibt es auch kein Bild mehr. Das sind so ein bisschen die Abhängigkeiten in dem ganzen Bereich und weitere Rollouts. Das mit dem Team, das dahinter steckte, war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil keiner so recht wusste in dem Prozess, was passiert denn dann. Wir haben im Oktober mit zwei Kolleginnen und Kollegen angefangen. Im Januar 2015 kam dann der nächste drauf. Dann haben wir uns so über die Zeit gerettet bis zu dem Thema Shanghai Expo. Im April 2015 hat sich der Kunde sozusagen einen Proxy-PO gewünscht, der im Prinzip dafür zuständig war, dass die Requirements besser reingelaufen sind, dass wir in unserem Scrum-Prozess dann sauber arbeiten konnten. Im Juni 2015 waren wir zu 9 ein weiterer Requirements-Engineer, denn wir haben so im Mai gemerkt, dass wir vom Development-Prozess sehr, sehr schnell geworden sind, sehr gut abgearbeitet haben können
und Ende Mai fast einen leeren Sprint gehabt haben, weil die Requirements nicht mehr bearbeitet worden sind. Das heißt, im Requirements Engineering war es dann eindeutig zu langsam. Der sogenannte Proxy-PO hat das alleine nicht mehr geschafft. Wir haben jemanden hinzugeholt und konnten somit weiter Gas geben. Im November 2015 wurde dann das Team nicht getrennt in zwei Teams. Wir haben uns dafür entschieden, das Team als ein Team weiter zu betreiben, aber remote über zwei Standorte hinweg. War eine ganz spannende Geschichte, haben wir vorher noch nicht gemacht. Aber insgesamt das Projekt war auch eine sehr, mutige, aber erfolgreiche Geschichte. Wir hatten keinen Scrum Master zu keiner Zeit im Gesamtprojekt und hatten auch nicht das Gefühl, dass wir ihn gebraucht hätten. Ja, das mag so ein bisschen an dem Proxy-PO liegen und die Art und Weise, wie er seine Rolle verstanden hat, war aber eine ganz spannende Geschichte. Es waren getrennte Teams, die ausschließlich über elektronische Medien miteinander Stand-up machen konnten, die sich einmal alle drei Wochen getroffen haben, da komme ich gleich noch genauer drauf, und sonst nicht. Das ist im Prinzip nochmal die Abbildung des Teams, wie es heute ist. Insgesamt, wir haben uns relativ schnell, ich meine auch im April 2015, auf einen dreiwöchentlichen Sprint geeinigt. Primärer Grund dafür war, dass der Rest des Projektes, Gesamtprojekt, auch in dreiwöchentlichen Sprints gedacht hat und es einfach praktischer war. Ursprünglich hatten wir mit zweiwöchentlichen angefangen. Es gibt bis heute ein einziges Meeting, einen einzigen Tag, an dem alles gemacht wird. Das heißt, der Sprint Review, Retrospektive, Sprint Planning 1, Sprint Planning 2 wird komplett an einem Tag gemacht. Ich versuche an diesem Tag nicht im Büro zu sein, weil die Leute durchschnittlich schlechte Laune haben. So, ich würde mal sagen, ab 19.30 Uhr wird es kritisch. Ja, aber sie wollen das und letztendlich ist es auch entsprechend cool in den drei Wochen danach, um das Ganze zu machen. Natürlich gibt es ein Roadmap-Meeting und natürlich gibt es entsprechende Daily Stand-Ups. Vielleicht zur Struktur her oder so, es werden keinerlei Tickets zugewiesen, alle Tickets sind offen, jeder kann alle Tickets ziehen. Ich glaube, das ist gelogen, aber sie bleiben dabei, dass es der Fall ist. Und es funktioniert auch, das heißt, die Story Points wurden in den letzten Monaten immer besser, immer genauer und es wurden mehr Story Points, was natürlich dann auch den entsprechenden Output generiert in dem ganzen Dings. Was wir nicht drin haben in dieser Phase, was sozusagen parallel läuft, ist das ganze Testing. Vom Testing hat die BSH ein externes Testmanagement mit aufgesetzt, das heißt, es wird extern geprüft. Wir haben auf der Amazon-Plattform eine Umgebung, wo wir mit unserem Bamboo-Server, komme ich ja nachher noch drauf, beliebig viele Stages generieren können. Es ist keine manuelle Installation notwendig. Ich habe vorgestern im Chat gelesen, dass der Technical Lead jetzt 19 Stages tötet, weil man sie wirklich nicht mehr braucht. Das heißt, es wird im Prinzip so vor sich hin generiert, die Stages. Das ganze Testing von einem Sprint läuft entsprechend parallel über dieselbe Zeit. Wir haben in der Zwischenzeit so roundabout 10-15% der Teamleistung reserviert für Bugfixing. Das heißt, die werden nicht in den laufenden Sprint eingeplant, damit wir die Tests, die parallel laufen, reinkommen und gehen dann in der Regel auch live mit dem ganzen Sprint nach dann faktisch 6 Wochen in dem Zusammenhang. So, warum erzähle ich das auf einer Atlassian User Group? Erstmal, weil es cool ist. Zweiter Punkt ist, die BSH hat sich vor 3,5 Jahren ungefähr entschieden, eine Plattform aufzusetzen, die ich so noch nicht kenne. Und zwar hat der damalige CIO gesagt, wie kann es sein, dass bei allen unseren Dienstleistern, inklusive Scandio, ein Git-System liegt, ein Jira-System liegt und ich von dem, was ich entwickeln lasse und bezahle, eigentlich nicht mal was habe. Ja? DVDs drucken lasse ich mir auch schon seit 5 Jahren nicht mehr, weil das bringt eh nichts. Ich brauche eine Plattform, wo meine Dienstleister mit den Mitarbeitern zusammen moderne
interaktive, agile, schnelle Projekte abwickeln können, aber die Daten bei mir sind. Da hat er die SDD-Plattform ins Leben gerufen und das war relativ schnell klar, dass das nur mit dem Atlassian Tool Stack funktioniert. Das heißt, vom Thema Demand Management über das Thema Specification Requirements Engineering von Projekten, und zwar auch das Gesamtprojekt, von dem wir heute gehört haben, über die Entwicklung Bitbucket Server, das heißt ein, sag ich mal, enterprisefähiger Git Server, Continuous Integration, Test Management Tools, von denen wir heute schon einen Vortrag gehört haben, also diese nicht drin, aber sind welche drin, bis hin zum Prod Release. Hat die BSH das komplett aufgesetzt. Sie hat sich für die Amazon Cloud entschieden, um einfach die Grenze zwischen Dienstleister und Mitarbeiter verschwimmen zu lassen und zu sagen, mir ist es lieber, das ist in der Cloud, als wenn es bei 17 Dienstleistern ist, wo ich gar nichts weiß. Ja, dann habe ich es in meiner Kontrolle, ich hole mir jeden Tag das Backup in der Nacht rein, ins Haus, und wenn irgendwas ganz, ganz Schlimmes ist, dann schieße ich die Maschinen ab. Und dann ist Schicht im Schacht. So, das heißt, Plan and Track, Build and Ship, alles ist entsprechend drin. Wir setzen auch die entsprechenden Tools ein, die ihr, glaube ich, soweit alle kennt. Tatsächlich fängt es bei der BSH, und das ist auch immer eine große Empfehlung von uns, mit Confluence an und nicht mit Jira. Ja, Confluence. Dort kann ich Communities aufmachen, dort kann ich Ideen generieren, daraus werden Demands, dort kann ich spezifizieren. Es gibt tolle Tools, mit denen ich das mache, Comala Workflows, Call Versions und so weiter, dass ich zu großen Spezifikationen komme. Dann resultieren daraus Epics, Stories, Tasks in Jira Software. Es ist auch relativ unerheblich, ob ich das im Scrum-Prozess machen will, ob ich eine Kanban-Wand machen will oder ob es noch ein Wasserfall-Projekt gibt. Das kann ich dort alles machen. Der Bitbucket-Server, das Bamboo, das runden das Ganze ab, dass ich im Prinzip einen Durchstich habe in dem ganzen Prozess. Und HipChat hat die BSH gar nicht, das haben nur wir in der Scandio in dem Ganzen. Wenn wir so eine Story ansehen, wie läuft die da durch? Dann haben wir im Prinzip den riesen Vorteil, dass das unterbrechungsfrei durchläuft. Und wenn man sich zurückerinnert an 5 Folien vorher, Remote-Team, zu großes Team, das ganze Dings, wie haben wir das geschafft, dann ist das sicherlich an dem Workflow. Ich mache die Specification, reicht die durch, kann in der Confluence-Seite direkt meine Stories anlegen, ja, kann eine Tabelle markieren und sagen, komm, das sind 17 Tasks da drin, markieren, mach Stories draus, mach Tasks draus, in dem ganzen Bereich rein, bin relativ schnell, kann direkt aus dem Ticket heraus klicken, mach mir den Branch, ja, für dieses Ticket, ich entwickle nur das Ticket. Wir haben das Thema Pull-Request mit dem Bitbucket-Server, was wir jetzt eher aus unserer eigenen Brille heraus sagen können, das war ein riesen Qualitätssprung. Ja, es gibt keinen Configuration Manager, es gibt keinen Technical Lead, der alle Pull Requests bearbeiten muss. Das machen die im Team gegenseitig. Kann mal bitte jemand meinen Pull Request bearbeiten? Und wir hatten einen riesen Qualitätssprung. Also eine ganz, ganz große Empfehlung, wenn Sie ein Git-System haben, wo das möglich ist, machen Sie es. Es ist gigantisch, was da rauskommt. Dann, was ich vorhin erzählt habe, eben dank Amazon-Plattform, wir können beliebig viele Stages generieren. Wir haben nicht irgendwie ein Pre-Stage, Pre-Prod, Prod, sondern wir haben einfach 70 Stages. Ich glaube, momentan laufen 39 Stages. Keiner weiß genau, warum die laufen, aber es gibt immer Gründe. Und entsprechend Prod-Systeme in dem ganzen Bereich. In dem Fall jetzt haben wir mit Sapphire angefangen, Testmanagement auszuprobieren. Das war nicht ganz erfolgreich und sind dann auf X-Ray umgeschwenkt. Aber Sie haben heute schon gehört, da gibt es auch andere tolle Tools. Und natürlich aus dem Bamboo heraus das Prod-Deployment auf eine Elastic Beanstalk-Umgebung in der Amazon-Welt ist relativ einfach zu handeln. Da hatten wir entsprechende Vorteile.
Und so soll das auch in Zukunft bleiben. Da haben uns die Atlassian Tools tatsächlich in Summe extrem viel geholfen. Und wir hören es auch aus anderen Projekten in dieser Unternehmenslandschaft, dass man C-Sharp-Projekte entwickelt und dass die einen ähnlichen Erfolg haben. Also das ist jetzt nicht auf spezielle Technologien oder etwas Ähnliches ausgelegt. Ja, zusammengefasst das Ganze. Ich finde das immer sehr schön, wenn das so rauskommt. Man muss unbedingt agil sein, man muss auch wissen, was man tut. Wir wurden da mit Argusaugen beobachtet, warum habt ihr keinen Scrum Master, warum ist euer Team viel zu groß, wieso macht ihr das so? Man sollte nicht zu viel Ideologie in die ganze Projektmanagement-Methodik reinkommen. Letztendlich liegt es am Team und an nichts anderes. Man muss Sachen ausprobieren, die einem in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit dem PO entsprechend reicht. Wie schon gesagt, das Team ist letztendlich alles. Ship always and test, 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 test. Es ist natürlich so, wenn man schnell live geht, dann wird auch im Live-System noch ein bisschen getestet, aber wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Feedback von den Anwendern aus der Plattform raus, wenn wir früh live gegangen sind mit den Tools und früh Feedback bekommen haben und natürlich auch dank der externen Testeinheit in dem ganzen Dings. Das Atlassian Toolset hat extrem geholfen. Wir sind heute nach wie vor der Meinung, wir hätten es nicht geschafft. Und zu guter Letzt eher so ein Scandio-Ding. Wenn ihr remote mit einem 12-Mann-Team arbeitet, dann ist HipChat schon eine Macht. Oder Slack, das ist egal. Ja? Also HipChat hat halt den Vorteil, dass es in Atlassian Tools integriert. Ja? Slack ist ein bisschen hipper in dem ganzen Bereich. Ich habe da eine große Kritik, man sollte die One-to-One-Chats kategorisch abschalten können in dem Tool, weil man kann nicht sagen, E-Mail ist ganz, ganz fürchterlich, ich schreibe keine E-Mails, das ist eine sternförmige Kommunikation, alles oldschool und dann macht man One-to-One-Chat, wo alles verloren ist. Ja, also da ist wirklich Holland in Not, wenn ich damit arbeite. Aber die Räume sind genau das Gegenteil. Wenn ich Projekträume habe, wo dedizierte Leute zugelassen sind, die dort arbeiten, dann ist das super. Es ist auch super fürs Team. Das heißt, die machen Spaß, die haben irgendwelche GIF-Integrations da drin oder sonst irgendwas. Ja. Aber dieses Projektteam hat diesen Chat so instrumentalisiert, dass sie jetzt aus Sicht der Scandio tatsächlich, glaube ich, 46% aller Chat-Einträge in der gesamten Firma in diesem Raum gelaufen sind. Das heißt, wenn man 3 Tage nicht da war, musste man nur zurückscrollen und hat genau gewusst, was entsprechend passiert ist in dem ganzen Bereich. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit aufgeholt.